Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück bei den Blood Angels. Wir spielen Spelljagd Tactics und ja, letztes Mal sind wir ja hier oben gestartet. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Bauteile eingesammelt, die ich schon wieder ausgegeben habe. Nichts Besonderes, wir suchen quasi unsere Leute und das machen wir in dieser Mission. Ich habe sie gerade einmal gemacht und glorreich verkackt. Und jetzt versuche ich es ein zweites Mal. Und ja, unerwartete Rückkehr. Start. Also am Ende hin werden doch die Missionen ein bisschen knackiger. Am Anfang waren sie zu leicht und jetzt werden sie zu knackig. Also, na gut. By my blood, can it be so? A force of my bravest warriors cast into the horrors of the infernal warp by the hatred of the Eldari. Their names will not be forgotten. Do not be so quick to count them among the honored dead. My servitors continue to deep scan the structure of the Space Hulk, and there appear to be energy traces that match those of Terminator power armor. By the Emperor's will, I believe your men live still, only scattered by the warp storm's turmoil. Can it be? Yet I cannot reach them via the Voxnet. My servitors are registering a response. They live. Your Lexicanum among them. He has great fortitude and psychic might, that one. I will attempt to facilitate contact. Jawohl. Wir werden jetzt im Tarkius starten. Bestätigen das einfach mal. Hallo. So, dann möchte ich noch einen Flamer mitnehmen. Wer war denn besser? Ja, Fusion. Ich hatte letzte Runde halt, ja, die Plasmakanone. Die Plasmakanone ist so ähnlich wie ein Flammenwerfer, bloß hatten ja halt ich diesen Nebeneffekt, dass, ja, die Martell ist müde, muss wohl schlafen gehen. Hat halt den Nebeneffekt, dass, ja, die Felder nicht brennen. Und das können wir gebrauchen, eben um die Genestealer wegzukriegen. Bloß eine Sturmkanone möchte ich auch haben. So. Dann gehen wir da zurück. Dann haben wir, kontrollieren wir nochmal. So machen wir das. Let's go. Ja, und ich habe zu spät realisiert in der letzten Runde. Das wird auch meistens auch nicht so richtig erklärt. Da muss man immer aufpassen bei dem Spiel hier. Erstens, der Psioniker und die Sturmkanonen haben nur entweder Hälfte Energie oder Hälfte Munition geladen. Zweitens, man muss die nicht nur einfach wiedererwecken, die Leute, man muss sie auch genau dahin bringen. Aber erstmal hier kurz das Video. Hegios, do you hear me? Brother, are you there? I am. Praise the angel, I survived that insanity. What of Tahariel and the others? Alive, I would hope. Our brothers have been translocated across the derelict, scattered from each other. I will find them, brother captain. On the Red Grail, I so swear. The Eldari ship entered a protective mode when the storm erupted. Your battle brothers will be confined inside sealed sections of the hull. Lexicanum, heed me. I am transmitting the last known positions of the energy traces. Your men should be close by, but I cannot vouch if they are alive or dead. Proceed with alacrity, Hegios. If you are not swift, it will be the Tyranids who find our kinsmen first. Genau. Also, wie gesagt, Zielpunkte und Munition für schwere Flammenwerfer. Ach, Flammenwerfer auch, scheiße. Und Sturmkanonen sind halbiert. So, hier ist ein Gefallener. Oder einer, der direkt werden muss. Hier, hier, hier. Wir haben drei Positionen, wovon der Feind kommt. Ich habe es letzte Runde gemacht, dass ich straight hier erstmal blockiert habe. Habe ich da schon blockiert? Ich glaube, ich habe hier blockiert, um hier alle zu wecken und dann weiter zu ihmchen. Dann hätten wir quasi vier. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können dann mit den drei quasi, glaube ich, raus. Das sollte reichen. Versuchen wir aber, die vier zu kriegen. Wir haben ja nur zwei Gänge. Das sollte gehen. Soweit dazu. Agius. In position.
Naba. Und dann, wo? Und was wichtig sind diese Zielkarten, dass er Punkte zurückkriegt. Sind ja sowas von lebenswichtig. So, wir gehen erstmal schräg. Das heißt, wir haben einen Gratisschuss. Gehen, Gratisschuss. Diese Elder-Tür, ne? Gehen, Gratisschuss. Unglaublich, die halten ja alles stand. So, dann. Wandeln wir diese Karte um. Sesam, öffne dich. Und gehen schon mal dahin. Nächste Runde treten wir ihn wach. Und dann war das schon Zug 1. Nein, es war nicht ganz Zug 1. Wollen wir sie richtig ärgern? Aber wir können hier aufploppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten die eine Runde komplett vielleicht drinnen lassen. Aber dann packt ihr die Plips auf die andere Seite und geht mir da wahrscheinlich auf den Senkel. Oh, machen wir, komm. So, zweimal können wir das noch machen. Dann wird er jetzt da einen Plip machen und da auch einen kommen lassen, oder zwei Plips sogar. Ja, er kommt doch schon mit beiden. Aber die brauchen locker nochmal ein, zwei Runden, bis sie bei mir sind. Dann wecken wir erstmal unseren Kollegen. I've located Tahariel. Brother Sergeant, do you hear me? Brother Lexicanum, is that you? What in all the known hells happened to us back there? A tempest of psychic force fell upon us, Tahariel. A warp storm. But the angel's wings surrounded us and shielded our souls. But the others, my squad, my brothers. Where are they? Tell me they still live. Tell me. Temper your fury, my friend. Your men are still alive. But we must regroup and do so quickly. By the blood of the angel, I will not lose another brother on my watch. It shall not be. Jo, lässt er nicht zu. Sympathischer Bengel. So, ja, der kann auch gleich mal ein paar Kilometer weit laufen. Ja. Oh, Wirkungsbereich, das heben wir nochmal auf. Und dann, Ballerina lauf. Und wie schnell er läuft. Schneller als jeder Sprinter, schneller als jeder Läufer. So. Da kann er nächste Runde nämlich ihmchen und ich hoffe, das ist der mit der Sturmkanone. Und das wird er wahrscheinlich nicht sein. Scheiße. Das werden hier die beiden sein mit der schweren Waffe. Gut. Mit ihm werde ich dann schon mal in die... Ja, ich gehe nämlich hier in diesen Gang einfach so, weil die kommen nächste Runde hier an und wenn ich jetzt hier wäre... Habe ich kein Schussfeld auf die. Dass wir vielleicht doch die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und vielleicht 3, 6, 7. Ich lasse die mal freien Zug, damit er ein bisschen hierher geht. Dann blockiere ich hier und spare mir das eine Runde. Wir müssen mit dem Zielpunkt ein bisschen haushalten. Ja, dann war es das für diese Runde. Boah, das wäre schön, wenn der Flammenwerfer unten wäre. Dann können wir nämlich die hinteren immer nämlich schön mit Flammen blockieren. Genau, bis dahin. Ist auch okay, kann ich mit leben. Da kommt ein Haufen, also das ist nicht das Problem. Letzte Runde hatte ich mich unten als letztes, nämlich den Herrn mit der Sturmkanone. Und der hat sie auch gut weggefetzt.
Da war es auch sinnvoll, dass ich den gleich mit der Sturmkanone gleich nachgeladen lassen habe. Weil mit einem halben Magazin hätte der, der ist eh nicht geschafft. Das Tolle war, ich habe ihn nachladen lassen und er hatte sein halbes Magazin leer gerotzt und ist dann gestorben, weil Ladehemmung oder sowas. Er konnte nicht mehr schießen. Er hatte diesen Overwatch-Mode, aber wie gesagt, konnte nicht mehr schießen und danke Mathilde für den Kaffee. Vielen Dank. So. Dann kommen wir jetzt quasi hier hin und können ihn decken. Aufstehen. Stimmt ja gar nicht. Der Sergeant hat ihn gefunden. Lügner. Lügenbold. Wie viel hat er mit der Bolter? 7 Schuss, das ist nix. Das ist nix, das ist nix. Sparen die uns nochmal die AP-Punkte für eine Runde? Nee, ich würde sagen... Um Gottes Willen, nein, Entschuldigung, du kannst nachladen. So, der Skriptor. Blockiert. Sergeant kann sie ja schon mal umdrehen oder zur Seite drehen. Wohl, warte. Er kann da gleich noch mehr drehen, er hätte sie eigentlich. Na gut, das nehme ich. Hier umwandeln. Kannst ja schon mal ein paar Meter laufen. Der andere könnte ja hier hinlaufen und den Gang in. Er braucht auch 2 Runden, um die eine Position zu kommen. Noch eine Karte haben wir ja nicht. Ne? Und er kann sich eh nicht bewegen, weil er ja, ja, weil er ja schon sich nachlädt. Dann geht da gar nichts mehr. So, die wichtigste Karte in diesem Spiel haben wir. Das ist die 3 pro Kill. 3 Psi-Punkte pro Kill. Die ist ganz wichtig. Die hatte ich nämlich letztes Mal außerdem umgewandelt. Das war nämlich fatal. Weil die brauchen wir. Der Skriptor muss definitiv Einheiten töten. Aber jetzt haben sie sich hier geschickt angestellt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, so weit kommt er doch gar nicht, oder? Der ist noch weiter weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ich zähle jetzt die Tür mal sicherheitshalber nicht mit, falls ich mich verzähle. 1, 2. Solltest du doch bis dahin safe sein. So, einmal können wir die noch weghalten. Lauf. Tja. Ach komm, lauf dahin. Einmal außenrum ist auch scheiße. So, wir können es ja so machen. Ich werde nur den zurückholen. Und dann gehen wir hier eh hier lang. Das heißt, den werde ich leider da liegen lassen, wo er ist. Den brauchen wir nicht. Und wenn wir Glück haben, ist das nämlich der Flammenwerfer, Heini. Wenn wir Glück haben. So, das heißt, wir geben ihm jetzt eine Karte. Ah, das ist die Karte. Ja gut, wir haben ja eh gerade den Flammenwerfer nicht. Und ob wir nächste Runde haben, ist ja immer noch fraglich. Oder übernächste. Wie wandeln wir jetzt um? Wir brauchen die Punkte. Denn nächste Runde muss er in diese Richtung gucken und töten. Das heißt, er kann nochmal ein Feld zurückgehen, quasi, damit wir hier 1, 2, 3, 4 Bereiche haben, auf die die Gegner kommen und sterben. Aber, warum hat er immer noch 7 Schuss? Ach du Scheiße, ist das dauerhaft? Mit dem halben Magazin? Das heißt, ich kriege nie mehr als 7 Psi-Punkte. Das ist natürlich unschön. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Na. Könnte dann auch gut gehen. So, wir schießen aber nicht. Und ja. Das war die Runde.
Ja, da haben wir schon mal einen Reaperfax. Ich zweifle gerade, dass die 7 Schuss in der Sturmkanone reichen werden. Ich bin mit dem ganz gegen das Mikro gekommen. Ach, das ist ein Dreierflip. Ach, leck mich doch. Das andere war kein Flip? Warte mal. Da können wir vielleicht... Ah, da noch ein Flip gesehen. Na, warte. Warte. Jetzt haben wir natürlich hier den Falschen. Ob das jetzt alles der Sergeant killt, ne? Wir könnten ja eigentlich, wenn wir uns mal umdrehen. Oder 3 Punkte. Ich spiele die Karte. Ich weiß nicht, ob das Sergeant das schafft, 3 Leute zu killen. Alleine. Warte, nee, komm, wir drehen einfach. Können wir uns hier einfach umdrehen? Das ist eine Bewegung. Ja, 2 AP-Punkte verloren. Das ist doch beschiss, ist das. Manchmal nur 1, manchmal nur 2. Die wandeln wir um. Die spielen wir. So. Einmal töten, bitte. Nochmal. Oh. Jetzt, wo es drauf ankommt, kriegt er es nicht gekillt hier. So. Wir könnten ihn auch quasi... Dumm, wie es klingt, ne? Ich mach das hier. Wir blockieren hier. Er kann noch weiter zurücklaufen. Wir haben zwar noch Punkte übrig, aber meine Hoffnung ist jetzt, dass wenn ich hier nochmal 2 zurückgehe, dass die angreifen. Hoffentlich das Kryptor killt nochmal ein. Dann kriegen wir vielleicht noch eine Runde, nämlich die Fähigkeit, hier Wege zu blockieren. Einmal haben wir es, glaube ich, noch. Der andere braucht noch eine Runde, um da zu sein, um eine Gefahr zu sein. Scheiße. Ah, dieser inkompetente Sergeant. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es hätte so gut funktioniert. Aber er hält einfach keinen Nahkampf ab. Das ist schon wieder scheiße. Nur weil der eine ist nämlich dann nämlich in Deckung geblieben. So. Ja, müssen wir hier... laufen. Komm mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt so richtig eingeschätzt habe. Wenn wir ihn noch mitkriegen, dann geht das ja vielleicht. So, wir können noch einen Weg blockieren. Ja, wo geht er wohl lang? Also hier machen wir ganz klar nochmal zurück.
forward. Overwatch. Der Skriptor wird einfach hier da die größte Gefahr nochmal. Ah, es geht hier nicht. Ausblenden. So, wir hoffen, dass er ihn angreift, hier stirbt. Ich hoffe, dass er rankommt, dass ich ihn wegbewegen kann und er den Gang flambieren kann. Nur meine Wunschvorstellung. Hoffentlich klappt das. Ey, diesen Sergeant, ey. Der kann genauso gut kämpfen wie ein normaler Terminator. Nicht besser. Nicht schlechter, einfach genauso. Jahrelange Erfahrung kann damit nutzt nichts. Also im Nahkampf kann der einfach gar nichts. Ich müsste mal zwei Modelle nehmen oder generell die Werte der Modelle von früher vom Tabletop und das mal durchwürfeln. Dann mal ausrechnen, ob das genauso scheiße ist. Ich habe manchmal nämlich das Gefühl gehabt, dass du nämlich gar nicht durch die Terminatoren gekommen bist. Aber das war ja damals. Das war vielleicht auch Würfelpech, das kann ja auch immer sein. So. Wir machen erstmal das Wichtige, wir aktivieren. Brother, I see you. It is time to serve the angel again. Wunderbar. Das heißt, du gehst jetzt einfach mal. Moving forward. So. Red ich. So. Ja, wer hat's nicht gedacht, dass da gleich noch einer rausguckt? So. Red ich. Und einmal mal bitte hier den Gang flambieren. Das geht nicht. Scheiße. Kann der Skripto noch was machen? Du bist besser als der Sergeant, Skripto. Ich hätte lieber zwei Skriptoren dabei. So, wir machen mal den Gang on fire hier. Dann können wir quasi gehen. So. Der nächste ist da hinten, das heißt, er muss einen langen Umweg machen. Das könnte jetzt schon sehr gut aussehen. Wir haben aber nur noch einmal Punkte, um. Wir wandeln mal um. Einmal blockieren können wir noch, bevor die Feinde da rauskommen. Ah, scheiße. Ein Feld zu wenig. Können wir uns das sparen? Die Barriere erstmal. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut, bis er da ist. Ach. Kommen. Gehen wir einfach mal einen schräg und dann gehen wir dann einen schräg dahin. Vielleicht kommen wir hier weiter weg. Nächste Runde. Jetzt haben sie alle Freigang. Ja, wartet. Wenn wir Glück haben. Kriegen wir sie vielleicht alle nah ran, dass wir nächste Runde vielleicht einen Sack zumachen können. Ah, wir haben nur Scheißkarten, ne? Keine Vierer. Jetzt wäre die Karte Gold wert, so dass jeder Terminator Nummer 2 Bewegungspunkte oder Aktionspunkte bekommt. So viele Clips, das ist unglaublich, was da noch alles kommt, bekommen kann. So, leider brennt es nicht mehr. 1, 2, 3 ist es schon hier. Moving forward.
muss ich leider auf Abwehrfeuer gehen. Oh, geht gar nicht. Scheiße. Ein Punkt zu wenig. Das ist ja schon mal erste Sahne. Taking up position. Gut, die können ja einmal noch blockieren. Ziel auf einen Terminator. Plus 4 Aktionspunkte. Dann wandeln wir doch lieber die um. Damit er hier seinen Schutz machen kann. Dann kriegst du noch einen Punkt. Du kannst hier den Weg blockieren. So, dann spielen wir die Karte. Das ist auch keine schlechte Karte. Dann kriegen wir nämlich ihn hier schon mal näher ran. Zum Überlegen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und vielleicht mit einer Karte kriegen wir das nächste Runde hin. Wir brauchen eine Viererkarte. So, wir brauchen eine Viererkarte. Die uns 4 Aktionspunkte gewährt. Ja, und natürlich unser Mann mit der Sturmkanone. Er braucht jetzt gesegnete, vom Imperator gesegnete Patronen. Und hat Ladehemmung oder was? Oh Gott sei Dank. Genau, Forgerer. Los, für den goldenen Thron. Oh, der blockiert. Er hat nur noch einen Aktionspunkt. Haha. Nee, ist einfach eine fehlerhafte Anzeige. Fick dich, Anzeige. Er hat, glaube ich, nur noch 3 oder 4 Schuss. Oh, kommt an. Blockiert den Weg. Ah, Gott sei Dank. Ja, und ich sehe keine Viererkarte. Da kommt so viel. Der Reaper Fax ist auch noch da. Und der Typ hat keine Munition da unten. Der hat nur noch 2, 3 Schuss. Mann, der braucht ja fast so lange wie ich und der muss nur seine Pips bewegen. Er braucht 5 Punkte. 3 Schuss. Auf den Gegner. 3, 4, 5, die ankommen. Er braucht 5. Er braucht dann auch nochmal 2. Warte mal. Ich schick dich mal nach Hause. Aus dem Weg. Nee, warte mal. Nur, dass es so billig bist. Geh weg. Gut. Du bringst mir auch nichts mehr. Geh erstmal auf jeden Fall beiseite. Fällt gerade ein, wir haben ja den Flammenwerfer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2. 6. 1, 2. 6. Oh Gott, lass
lass mich nicht verzählen, ey. So, wir machen hier, wir brennen hier den Gang weg. Abwehrfeuer, ja klar. Können wir vielleicht auch machen, wenn wir noch Punkte haben. Können wir umwandeln? Habe ich schon gemacht. Scheiße. Ja gut, dann habe ich gerade Scheiß gebaut, aber wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, kommt keiner an. So, und er könnte dann 1, 2, 3 ins Ziel kommen. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, es reicht auch mit dem Skriptor zusammen, dass drei Terminatoren weiterkommen. Oder rauskommen und nicht vier oder so. Ja, Reaperfax, da guckst du, ja? Bitte, 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 bitte. Du musst die Tür öffnen. Und hast dann keinen Aktionspunkt mehr. Yes! Und blockierst den Weg für andere. Fantastisch. Ich spule mal hier vor. Normalerweise sehe ich das gern, wo sie hingehen. Und zwar habe ich mal Angst, das zu verpassen. So, aber jetzt macht es ja keinen Sinn. Er kann zurück. Los, Lord Skriptor. Und raus. Blood Crusader, do you hear me? We have reunited the Lord and we are proceeding to our next target. Mission complete. My hearts are stirred by your voice, Hagios. Once more, the sons of Sanguinius march, fearsome and unstoppable. Ja, Brüder der Space Marines, wir haben es geschafft. In der Runde 10. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das Skriptor mit dazu zählt, aber hat er wohl anscheinend. Dann geht das ja. Braucht man sich nur auf die konzentrieren. Auf den braucht man gar nicht sich konzentrieren. Das dauert ja alles zu lang. Und zack, fertig. Weiter. So, verbesserter Vox. Was bringt das? Sehen wir hier nicht. Okay, dann übernehmen wir das einfach mal. Captain Lord Inquisitor, the great wreck comes closer to our forge world with each passing moment. And nothing seems to slow its advance. What is happening? Must I call for my adepts to abandon their manufactories and flee? To shut down our production lines and evacuate will be the greatest tragedy, a disastrous defeat for the Mechanicus. You would do well to emulate some calm, Fabricator General. Your tech priests will not run. For the safety of the Imperium, I hereby forbid any vessel to lift off from Gorgonum. How can you issue such an edict? I oppose this order in the strongest possible terms. You have neither the right to make such a demand, nor the means to enforce it. If any of your cogs wish to violate a direct command from the Ordo Xenos, that is their choice. But I doubt that any of your kind will dare to do so. This is Brother Captain Obaldo. Do not fear, Lord Adept. My warriors are close to the completion of their mission. Hold your nerve and I swear to you. The Blood Angels will prevail. Kurz vor Abschluss. Das heißt, wie viele Runden haben wir noch? 120? Eine? Unerwartete Rückkehr? Nee, da waren wir auch. Heißt, ach, da gibt's ja... Ach, Jage für die Inquisition haben wir vor uns noch. Und... Rand des Abgrunds. Hier ist irgendwas. Warnung. Hohe Strahlungswerte. Der Trupp muss das Space Hulk schnell wie möglich verlassen. Im Westen wurde eine starke biologische Signatur erfasst. Bruder Sergeant. Das Herzstück des Genestealer-Nests könnte ganz in der Nähe sein. Wenn wir genug genetische Proben der besonderen Genestealer auf unseren Weg gesammelt haben, sollten wir in der Lage sein, ihrem Brutlord auswendig zu oder ausfindig zu machen. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es. Ich würde jetzt aber hier erstmal einen Break machen. Nächstes Mal jagen wir den Brutlord und danach haben wir wahrscheinlich
ja, die vielleicht letzte Runde, die letzte Mission aus dieser Kampagne. Also könnte so passen, weil hier kriegen wir den letzten Hinweis quasi, oder die letzte Probe. Oder ich würde eher sagen Hinweis. Und hier wahrscheinlich das letzte Kapitel. Wer weiß, wir werden es erfahren. Aber nicht heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.